Ja, muss noch etwas meine Ding starten. Also, für heute Abend haben wir unser Thema hier angegeben. Wie ihr es merkt, es geht weiter um das Thema der Trinität. Wir werden heute etwas überleiten von der Person Jesu zum Thema des Heiligen Geistes, der uns dann beschäftigen wird, aber wir werden doch noch einen Teil dieses Abends noch etwas über einen wichtigen Bereich, über die Person Jesu noch uns vornehmen, dass wir hier noch etwas weiter in diesem Thema gehen, angekündigt, was wir das letzte Mal schon gemacht haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist in drei Personen. Das ist ja eine Frage, die für viele Christen nicht wirklich geklärt ist. Vater und Sohn, das ist meistens noch kein so großes Problem, dass man hier zwei unterschiedliche Personen sieht. Beim Heiligen Geist beginnt das dann für manche Christen und einen Großteil der Christen dann schon eine bedeutende Frage zu sein, ob denn wirklich auch der Heilige Geist eine Person sein wird. Wir werden heute am Schluss unseres Themas in diesen Bereich hineinkommen und anfangen, uns mit dieser Problematik etwas zu beschäftigen. Es wird in diesem Thema, das wir auch in den nächsten Abend noch etwas weiterführen werden, um die Frage gehen, existiert der wahre Gott, den wir von der Bibel her kennen, in zwei oder wirklich in drei individuellen Personen. Ja? Nicht nur in einer Person, wo man dann sagt, wie das letzte Mal schon angedeutet, kann man hier Person nicht so verstehen, wie wir es menschlich verstehen, eine wirkliche individuelle Persönlichkeit, mit der wir es zu tun haben, sondern vielleicht nur in irgendeine Erscheinungsform, in der Gott eben in diesen drei Formen erscheint. Das ist ja auch sehr verbreitet im Christentum. Werden wir Gott, das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen können, werden wir Gott einmal in drei buchstäblichen Personen im Himmel nebeneinander sehen, wenn wir die Möglichkeit haben und wenn uns Gott die Gnade schenkt, dass wir einmal bei ihm sein werden? Werden wir wirklich drei Personen dort sehen oder wird das ganz anders sein? Heute Abend werden wir uns einführend noch mit dieser Frage beschäftigen, was Jesus betrifft noch, die Gottessohnschaft, und zwar was bedeutet es, dass Gott in der Bibel, im Neuen Testament vor allen Dingen, immer wieder als der Vater Jesu Christi bezeichnet wird. Also es geht um die rechte biblische Sicht der Dreieinigkeit, oder ich habe es für mir angewöhnt, davon zu sprechen, dass wir es hier vielleicht, und nicht nur vielleicht, für mich ist das ein Faktum, dass wir es mit einer göttlichen Familie zu tun haben. Ein Thema, das wir uns weiter anschauen wollen mit verschiedenen Texten, die wir in der Bibel diesbezüglich haben. Und dazu wollen wir auch Gott bitten, dass er auch heute in diesem Thema wieder bei uns ist, und ich darf auch einladen, dass wir miteinander zu Gott gehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder Danke sagen für die Gelegenheit, die du uns heute Abend wieder schenkst, dass wir wieder gemeinsam über dich, über deinen Sohn Jesus Christus, über den Heiligen Geist Gedanken machen dürfen. Du schenkst uns durch dein Wort die Möglichkeit, darüber zu reden, über Dinge, die wir nicht sehen können, sondern über die du uns Offenbarungen in deinem Wort gegeben hast. Wir wissen aber, dass so viele Unsicherheiten sind und dass es dem Gegenspieler gelungen ist, dein Gottesbild, das du uns durch dein Wort gegeben hast, doch zu verwirren und sehr in unterschiedliche Richtungen zu führen. Bitte hilf uns auch heute Abend wieder, dass wir wieder mehr davon erfahren, wie wir es verstehen können und was es letztendlich bedeutet, dass du unser Vater und dass Jesus Christus unser Erlöser und Schöpfer und Herr ist, den du uns in diese Welt gesandt hast, und warum wir auch an den Heiligen Geist glauben, der uns in alle Wahrheit leiten möchte.
So vertrauen wir, dass du uns auch heute durch diesen Abend lenkst und leitest und alles Störende fernhältst und jeden segnest, der diese Themen und auch dieses heutige Thema für sich selbst studieren möchte. Hab Dank für deine Gegenwart in Jesu Namen. Amen. Gut, ich möchte den Gedanken wieder aufnehmen, den wir am Schluss des letzten Abends uns gestellt haben. Und zwar haben wir das letzte Mal uns mit dieser Frage beschäftigt oder diese Frage aufgeworfen, was meint das die Bibel, speziell im Neuen Testament, wenn sie immer wieder Gott als den Vater Jesu Christi darstellt und ihn immer wieder als solchen nennt. Und wir waren in einem Bibeltext, auf den ich euch aufmerksam gemacht habe und den wir hier verwenden können. Ihr könnt irgendeinen Text nehmen in den Einleitungsbriefen vom Apostel Paulus, alle Einleitungsbriefe von Paulus, auch von Petrus und von Johannes, beinhalten immer wieder diesen Gedanken. Es sind zum Teil etwas unterschiedliche Formulierungen, wie hier Paulus diese Einleitung in seinen Briefen macht, wie er seine Grußbotschaft an die Gemeinden richtet. Aber immer wieder kommt diese Formulierung vor, wie wir sie hier in 1. Korinther 2, Vers 2 und 3 haben. Das ist so die gängigste Formulierung in den Einleitungsbriefen. Lesen wir es noch einmal hier. Da heißt es, Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Von Gott, unserem Vater, das ist die Betonung hier, Gott wird hier als unser Vater bezeichnet und Jesus wird als der Herr. Und gleichzeitig haben wir viele Texte, wo Jesus auch als unser Herr bezeichnet wird. Und wenn die Bibel hier im Neuen Testament von Jesus als unserem Herrn spricht, dann meint sie damit natürlich nach all dem, was wir jetzt schon in den vergangenen Abenden gesehen haben, natürlich auch unserem Herrn als Gott, Jesus Christus, in seiner Göttlichkeit. Und dann der nächste Text, der bringt dann wieder diese Verunsicherung manchmal bei diesem Thema, wenn es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Jesus ist unser Herr und unser Gott und gleichzeitig wird er hier beschrieben als jemand, der selber auch einen Vater hat. So ist dieser Vater im Himmel, so wird er uns hier beschrieben, unser Vater auf der einen Seite, Jesus hat auch gelehrt in seinem Gebet, ihn so anzusprechen, Vater unser oder unser Vater in dem Himmel. Er selbst hat ihn als Mensch hier auf dieser Erde so angesprochen, er hat ihn als seinen Vater angesprochen und als solcher wird Jesus auch immer wieder in diesem Sinne als Sohn Gottes verstanden. Aber dabei vergisst man oft gleichzeitig wieder, dass Jesus hier Gott als seinen Vater, als Mensch angesprochen hat, der hier in dieser Welt geboren wurde und auch genauso als Kind zur Welt gekommen ist und Gott gelernt hat, von Kind auf als seinen persönlichen Vater zu sehen, wie jeder andere Mensch ihn als seinen Vater versteht. Wir können davon ausgehen, dass Jesus erst im Laufe seines Lebens, im Laufe seiner Kindheit, irgendwo dann auch wahrscheinlich erst erkannt hat, dass Gott nicht nur allgemein sein Vater ist, wie ein Vater für jedes Kind, sondern dass Jesus letztendlich durch die Unterweisung von Maria und auch das, was er selbst aus der Schrift erkannt hat, irgendwo immer mehr erkannt hat, dass er ein buchstäblicher Sohn vom Vater ist. Aber die Frage stellt sich hier, wie ist dieser Begriff Sohn des Vaters gemeint? Oder wenn es heißt, von Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dazu habe ich eine Frage in einem evangelischen Katechismus gefunden, den ich hier einleitend zitieren möchte. Und zwar aus dem Jahre 1563, das war damals, also wo man diese lutherische Lehre so in einem Glaubensbekenntnis formuliert hat. Und da habe ich dieses Bekenntnis gefunden, und zwar die Frage, die da zunächst gestellt wird, was glaubst du, wenn du sprichst,
Ich glaube an Gott Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Also eine Frage in diesem Katechismus. Die Antwort, die dann kommt, heißt, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Himmel und Erde samt allem, was darinnen ist, aus nichts erschaffen, auch dieselbige noch durch seinen ewigen Rat und Vorsehung erhält und regiert, um seines Sohnes Christi willen, mein Gott und mein Vater sei. Also hier ist einerseits ebenfalls also die Frage, was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, dann wird hier zum Ausdruck gebracht, er ist nicht nur Vater, also unser Vater und der allmächtige Gott Himmels und der Erde, sondern er ist auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Und gleichzeitig wird hier in diesem Text zum Ausdruck gebracht, der auch Himmel und Erde samt allem, was darinnen ist, aus nichts erschaffen hat. Also hier wird auch dieser Gedanke schon mit eingebaut, dass hier Jesus auch in dieser Erschaffung der Welt mit eingebaut ist, mit integriert war. Und aus diesem Zusammenhang wird natürlich im evangelischen Glaubensbekenntnis, wie auch im katholischen Glaubensbekenntnis, einerseits Jesus als Gott bezeichnet, also auch als ein göttliches Wesen, als eine göttliche Person, die dritte oder die zweite Person der Gottheit beschrieben, aber gleichzeitig wird er auch sehr stark als Sohn bezeichnet, und zwar auch im gewissen Sinne ein buchstäblicher Sohn, der nicht nur einmal geboren wurde, sondern zweimal geboren wurde. Und das findet man auch in diesem evangelischen Katechismus. Ich habe das letzte Mal dieses Zitat schon gebracht. Und das ist vom Kern im Gedanken das Gleiche, was auch in letzter Konsequenz im katholischen Glaubensbekenntnis zu finden ist. Hier das evangelische: Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren ist. Also ihr merkt hier die Kombination, er ist wahrhaftiger Gott, aber trotzdem ist er in Ewigkeit irgendwo dann doch von seinem Vater geboren worden. Und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Also er ist einmal als Gott geboren worden und einmal als Mensch geboren worden. Wir haben also hier eine doppelte Gottessohnschaft, die sich hier in diesem protestantischen Glaubensbekenntnis wiederfindet. Und so wird es auch grundsätzlich gesehen. Und so wird es auch, wenn man die Texte in den katholischen Texten anschaut, genauso gesehen, dass letztendlich Jesus zwar als Gott bezeichnet wird, aber er trotzdem eine Geburt als Gott erlebt und auch eine zweite Geburt als Mensch erlebt. Und das ist noch ein Problem, über das wir uns heute etwas beschäftigen wollten, wie wir das noch klären können, ob das jetzt wirklich so ist, dass Jesus einmal als Gott geboren wurde und einmal als Mensch geboren wurde, als er damals in Bethlehem geboren wurde. Und dann wird ja dann das Ganze in Verbindung gebracht, weil man aus der Bibel auch weiß, dass der Heilige Geist sowohl aus dem Vater als auch aus dem Sohn kommt. So hat man dann ein gewisses Problem, und letztendlich löst man das damit, dass man sagt, dass es Texte gibt, die den Gedanken vermitteln, als wäre mit der Erschaffung oder mit der Zeugung Jesu als Gott auch der Heilige Geist gezeugt worden und hervorgekommen von Gott und von Jesus Christus dann. Das ist ein Bekenntnis, das allgemein so in den ökumenischen Gemeinden, also in Kirchen gesehen wird. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass selbst in unseren eigenen Reihen, auch in adventistischen Kreisen damals, also in der Gründung der Adventbewegung, unsere Pioniere diese Idee hatten. Und ich möchte hier nochmal an ein Zitat erinnern von Uriah Smith, der in diesem Thema sehr stark und sehr viel geschrieben hat. Er sagt zum Beispiel: So kam es, dass durch irgendeinen göttlichen Impuls oder Prozess, nicht durch Schöpfung, also Gott hat hier nicht geschaffen, wie er die Engel geschaffen hat und andere, sondern aus einem Impuls, aus einem Prozess heraus, der nur der Allwissenheit bekannt ist und nur der Allmacht Gottes möglich war, dass durch diesen Impuls und durch diesen Prozess der Sohn Gottes erschien, der vorher also noch nicht existiert hat. Und dann, sagt Uriah Smith, existierte auch der Heilige Geist, der Geist Gottes und der Geist Christi, der göttliche Beistand und der Vermittler ihrer Macht und Stellvertreter beider.
Das heißt, hier hat man mit diesem Gedanken offensichtlich ein Problem gehabt. Wie kann man auf der einen Seite sagen, der Heilige Geist ist einerseits der Geist des Vaters und dann der Heilige Geist ist auch der Geist Christi, wenn Christus da zunächst einmal noch gar nicht existiert hat, sind hier die Gedanken, möglicherweise hat dann auch der Heilige Geist noch nicht so recht existiert, der erst dann vom Vater hervorgebracht worden ist, aus dem Schoß des Vaters. Wir werden dann auch solche Texte dann lesen, die zu dieser Deutung geführt haben. Das heißt, hier ist auch der Gedanke dahinter, dass man Probleme hatte, Gott Vater als buchstäbliche Person und Jesus als buchstäbliche Person zu sehen, aber gleichzeitig die Frage gestellt hat, wie kann, wenn Gott eine Person ist und auch Jesus eine Person ist, wie können sie gleichzeitig überall allgegenwärtig sein? Das ist offensichtlich nicht möglich und da haben sich viele Gedanken gemacht. Und jetzt gibt es ja diese Idee, dass man grundsätzlich sagt, Gott kann nur durch den Heiligen Geist überall gleichzeitig gegenwärtig sein. Und das sagt man auch von Jesus, dass Jesus auch nicht selbst, auch jetzt als Gott im Himmel, nicht gleichzeitig überall, also allgegenwärtig sein kann, sondern er kann es eigentlich nur durch den Heiligen Geist sein. Und damit spricht man jetzt, besteht die Gefahr, dass man Gott irgendwo diese Fähigkeit abspricht, weil er eine Person ist, ist ihm diese Person selbst hinderlich, dass er allgegenwärtig sein kann. Und da braucht er den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wird dann erst recht wieder, kann er dann gar nicht eine Person sein, weil sonst wäre der Heilige Geist auch wieder eingeschränkt als Person und könnte nicht überall gegenwärtig sein. Also wenn man den Gedanken ein bisschen zu Ende denkt und weiterdenkt, dann wird man draufkommen, da kommt man in ein Dilemma. Wenn man meint, eine göttliche Person kann nicht wirklich ein Individuum sein, das gleichzeitig überall gegenwärtig sein. Und so riskiert man dann den Heiligen Geist erst recht wieder als eine Energie, als eine Kraft zu sehen, als eine göttliche Weisheit, die eben überall gegenwärtig ist. Also das gleich vorweg ein gewisses Problem, das man damit hat. Nochmal zurück zu Jesus, ein Zitat von Prescott, einer unserer Pioniere, der dann letztendlich nach 1896 erkannt hat, dass bis dorthin die Adventpioniere, inklusive auch von Ellen White, noch nicht ein richtiges Verständnis von der Trinität hatten und auch von Jesus und von seiner Ewigkeit her. Er sagt ebenfalls, wie wir es vornehmen, protestantischen Katechismus gelesen haben, dass Jesus zweimal geboren wurde. Ich habe hier ein Zitat aus Review und Herald, 14. April 1896, das war noch in dem Jahr, als er dann eine neue Erkenntnis gewonnen hat und gleich darauf hat er das eigentlich revidiert und ist dann nicht mehr zu solchen Gedanken zurückgekehrt. Aber hier noch diese Aussagen davor, wie sie über 50 Jahre in der Frühgeschichte der Adventbewegung grundsätzlich von der Gemeinschaft und den Pionieren geglaubt worden ist. Er sagt hier, so wie Christus zweimal geboren wurde, einmal in der Ewigkeit, genau wie wir es dort im Protestantismus gesehen haben, als einzig gezeugter Sohn des Vaters und noch einmal hier im Fleisch, als er in Bethlehem geboren wurde, und auf diese Weise das Göttliche mit dem Menschlichen in dieser zweiten Geburt vereinend, so auch wir, die wir einmal geboren sind im Fleisch, müssen die zweite Geburt, die Wiedergeburt aus dem Geiste haben. Also eine sehr bemerkenswerte Gleichung oder Schlussfolgerung, wo er gemeint hat, ja, wir müssen ja auch zweimal geboren werden. Einmal werden wir als Kinder im Fleisch geboren, aber das reicht nicht aus, wenn wir ewiges Leben haben wollen, müssen wir wiedergeboren werden. Und diesen Vergleich, den hat hier Prescott zum Beispiel verwendet, um daraus zu begründen, dass Jesus auch zweimal geboren werden musste. Er musste also nicht in dem Sinn wiedergeboren wie wir, weil er keine Sünde getan hat, aber so hat er trotzdem zweimal eine Geburt gefunden. Jesus eben einmal schon in der Ewigkeit als Gott geboren, als Sohn Gottes buchstäblicher dann, und dann, wie er Mensch geworden ist, noch einmal als Mensch ein Sohn Gottes geworden, also eine Sohnschaft in doppelter Beziehung.
Und das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist das, was für ein Großteil von Christen heute grundsätzlich glaubt, in allen möglichen Kirchen. Und selbst in unseren eigenen Reihen gibt es heute mehr und mehr Leute, die das immer noch so glauben. Man übersieht dabei, dass sich hier diese Gottessohnschaft wirklich nach dem, was wir bisher in all unseren Stunden schon gehabt haben, wenn wir alle die Beweisführung schon gebracht haben, dass Jesus ewiger Sohn Gottes ist, dann passt natürlich diese Aussage nicht hinein, dann kann diese Sohnschaft Jesu sich nur auf die Menschwerdung bezogen haben. Wir haben einen Text auch in 1. Timotheus, Entschuldigung, in Titus, im Titusbrief, ist ein weiterer Gedanke, den wir hier weiter verfolgen wollen. Sagen wir, in all diesen Briefen wird hier Jesus als der Sohn des Vaters bezeichnet. Ja? Titus 1, Vers 4, da steht hier: Dem Titus, meinen rechten Sohn, nach unser beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus, unserem Heiland. Hier sagt der Paulus nicht von Gott, dem Vater und dem Sohn oder Jesus als Sohn Gottes, sondern er bezeichnet hier und er grüßt hier und er vermittelt hier die Gnade von Gott, dem Vater und Christus, unserem Heiland. Und das kommt im Neuen Testament immer wieder vor, dass Christus unser Heiland ist. Auch hier in Titus, in Kapitel 2, gleich im nächsten Kapitel, im Vers 10, haben wir einen Text, wo es heißt, eine Botschaft an die Knechte, nicht veruntreuen, sollen alle gute Treue erzeigen, auf dass sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, eine Zierde seien an allen Stücken. Also hier in diesem Abschnitt oder in diesem Text spricht Paulus von Gott als unserem Heiland. Wer ist jetzt unser Heiland? Ist es Jesus oder ist es der Vater? Es ist auch ein Begriff, den wir in der Bibel haben und worauf wir achten können. Im Kapitel 3 in Titus habt ihr hier noch einmal im Vers 4: Als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns. Also der Text sagt hier ganz deutlich aus, dass es hier um die Erscheinung Gottes ging, unseres Heilandes. Und der Text ist eindeutig so zu verstehen, dass hier Jesus gemeint ist, der uns gerettet hat, nicht um der Werke willen, der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, in welchen er ausgegossen hat, über uns reichlich durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also hier, diese Texte im Titus zeigen im Neuen Testament ganz klar, dass hier Jesus als Heiland gleichzeitig als Gott bezeichnet wird. Und das ist auch identisch oder im Zusammenhang mit dem, was wir im Alten Testament sehen können. Und ich möchte jetzt mit euch gerne ein paar Stellen aus dem Alten Testament anschauen, wo wir erkennen werden, dass Gott im Alten Testament nie von einem Sohn spricht, den er als seinen Sohn nennt und damit Jesus meint, also diese zweite Person neben ihm. Gott wird im Alten Testament also nie als Vater eines Sohnes genannt, der neben ihm als eine zweite göttliche Person existiert. Das ist eine Beschreibung, die zwar im Neuen Testament sehr häufig vorkommt, in den Briefen des Paulus, aber nicht im Alten Testament. Und doch wird auch im Alten Testament vom Heiland und vom Erlöser gesprochen. Und jetzt schauen wir uns da ein paar Texte an, wer im Alten Testament dieser Heiland und dieser Erlöser ist, von dem im Neuen Testament das Ganze auf Jesus gemünzt wird und auf Jesus übertragen wird. Eine Stelle im Psalm 51 schlagen wir mal auf, Psalm 51, Vers 16. Und da heißt es hier in diesem Bußgebet des David, er sagt: Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist.
dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Es wird wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, hier im Alten Testament diesen Heiland, von dem hier die Rede ist, gleich mit Jesus Christus in Verbindung zu bringen. Es steht ja auch hier nicht da von seinem Sohn, von Gott seinem Sohn und Heiland Jesus Christus, sondern es steht hier von Gott. Und Gott bedeutet hier Elohim, das ist dieser hebräische Begriff. Also hier wird Elohim als mein Gott und Heiland für David bezeichnet. Oder gehen wir weiter in Jesaja 43. Jesaja ist eigentlich der Prophet, der am meisten diesen Begriff Heiland und Erlöser verwendet hat. In Jesaja 53 ist es uns einige Stellen sicherlich sehr gut bekannt, der Vers 1 gleich, wo es heißt: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der Herr Jahwe kommt hier also als Begriff vor, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Hier wird der beschrieben, der Israel erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und hier steht nicht der Sohn Gottes oder Christus oder irgendein so ein zusammen ein Text oder ein Wort, ein Begriff, den wir im Neuen Testament üblicherweise dort finden, sondern hier wird gesagt, so spricht Jahwe, der dieser Erlöser ist. Und dann habt ihr im Vers 3 zum Beispiel eine interessante Stelle, auf die werden wir mal näher eingehen, in einem anderen Thema, wo es ums Lösegeld geht, denn da hier habt ihr einen Text, denn ich bin der Herr, ich bin Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Also hier steht nicht, dass er sich selbst als Lösegeld gegeben hat, dass Gott seinen Sohn als Lösegeld für die Menschen gegeben hat, zur Erlösung, sondern hier steht, er hat Ägypten für dich, Israel, als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba, nicht? Das sind arabische und afrikanische Völker, an deiner Stadt. Das heißt, hier ist die Rede davon, dass Gott der Heiland, also der Erlöser im Alten Testament, eben nicht seinen Sohn als Lösegeld gibt, sondern Völker, fremde Völker, heidnische Völker. Und da ist ein Text, über den es wert ist, nachzudenken, was hier unter Lösegeld, unter diesen Preis, diesen Loskaufpreis eigentlich gemeint ist, wenn da sogar heidnische Völker als solches gesehen werden können. Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigt werden. Ja? Im Vers 11 heißt es hier auch, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, und außer mir ist kein Heiland. Auch eine interessante Stelle, wo man meint, ja, dann ist der Heiland eigentlich nur eine Person, und wenn es nach dem Alten Testament geht, kann es dann nur der Jahwe sein, und für die meisten Christen ist natürlich jetzt hier Jahwe nur Gott Vater. Im Neuen Testament haben wir aber immer wieder Jesus als diesen Heiland, aber der eben gleichzeitig auch als Jahwe oder als Gott dort beschrieben wird, wie wir es im Titusbrief jetzt gerade gesehen haben. Also ihr merkt, im Alten Testament steht nicht, ich bin der Herr und neben mir gibt es da einen Christus, einen Heiland, ich habe da einen Sohn, sondern wie wenn Gott wirklich jetzt hier nur in einer Person existieren würde. Dann Kapitel 45. Das sind alles Texte, die natürlich zu dieser Problematik geführt haben. Ja, wie soll man jetzt Gott wirklich sehen? In Jesaja 45, Vers 15 zum Beispiel, ein Text hier: Für wahr, du bist ein verborgener Gott, ein verborgener Elohim, du Gott Israels, der Heiland. Also ihr merkt, im Alten Testament ist einfach Elohim, Jahwe, der Heiland. Im Vers 17, Israel aber wird erlöst durch den Herrn. Israel wird durch den Herrn, durch Jahwe erlöst. Da steht nicht durch den Sohn Jahwes, durch den Sohn Elohims oder den Sohn Gottes, sondern es steht hier, er wird erlöst durch den Herrn. Mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und ewiglich. Und da haben wir natürlich das Problem, warum gab es im Alten Testament, warum wird im Alten Testament angekündigt, dass Israel durch den Herrn erlöst wird? Von einem Sohn Gottes ist hier nirgends die Rede, wie wir da diese Texte sehen können. Und so geht es eigentlich über viele Texte hindurch. Man könnte hier viele Texte dem anschließen. Das heißt,
Wenn Jesus, der Heiland, trotzdem nach Neuem Testament jetzt, und jetzt versteht ihr natürlich, warum die Juden ein Problem haben, auch erst recht wieder Jesus als Heiland und als Erlöser zu sehen, wenn es im Alten Testament so klare Texte scheint zu geben, die nur einen Heiland und einen Gott und einen Jahwe sehen, der als Heiland bezeichnet wird. Das sind alles Zusammenhänge, wo wir vielleicht uns leichter tun, zu verstehen, warum man im Alten Testament und warum das Judentum bis heute solche Probleme hat und warum viele Christen auch heute das Problem haben, Gott in zwei oder drei, sogar drei Personen zu sehen. Also wenn Jesus der Heiland und Erlöser ist, dann wird er hier im Alten Testament nicht als Sohn Jahwes genannt, sondern, wenn das auch Jesus gemeint ist, als Jahwe. Schauen wir uns noch Jesaja 59 an, und da stimmt ja dann auch alles mit dem Neuen Testament zusammen, denn diese Stellen, die wir hier vom Erlöser haben und vom Heiland, werden im Neuen Testament auf Jesus Christus von den Aposteln übertragen, wie wir es gesehen haben. Jesaja 59, da geht es um die Frage, wer wird als Erlöser kommen? Vorhin haben wir schon gesehen, eigentlich Jahwe wird Israel erlösen. Auch hier habt ihr im Vers, vielleicht sollten wir Vers 19 und 20, also Jesaja 59, 19 und 20 lesen. Da heißt es, denn der Name des Herrn, dass der Name des Herrn gefürchtet werde, der Name Jahwes, bei denen vom Niedergang der Sonne und seine Herrlichkeit bei denen von ihrem Aufgang, wenn er kommen wird, wie ein reißender Strom, den der Odem des Herrn treibt. Aber für Zion wird er als Erlöser kommen. Dieser Jahwe, von dem da die Rede ist. Kein Sohn Gottes, der kommt, sondern Jahwe. Er wird als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr, spricht Jehova. Also auch hier wieder, der kommt, ist hier Jahwe. Wenn man jetzt diese Frage stellt, wie wird Jesus im Alten Testament an verschiedenen anderen Stellen noch genannt, dann wissen wir, dass Jesus nicht nur als Jahwe, Elohim oder Adonai oder El Shaddai genannt wird. Alle Gottesnamen, die wir im Alten Testament finden, passen, können auf sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn angewendet werden. Und wenn man jetzt hier wissen will, welche Texte gibt es denn im Alten Testament sonst noch, die davon sprechen, wer jetzt kommen wird? Wird der Vater kommen oder wird jemand anderer kommen als Erlöser? Bis jetzt haben wir hier den Text gelesen, der Herr wird als Erlöser kommen. Jetzt, dieser Jahwe ist aber im Alten Testament, und da haben wir in unseren vergangenen Stunden einige Texte uns in Erinnerung gerufen, dieser Jahwe ist ja auch als Mensch im Alten Testament schon Menschen erschienen. Wir erinnern uns an die Geschichte von 1. Mose 18, wo Abraham diesen Besuch von diesen drei Männern hat. Und hier erscheint Jahwe in Vers 1. Und der Herr Jahwe erschien ihm in Hain Mamre mit dieser Begleitung der drei Engel, die wir uns das letzte Mal ja das schon näher angeschaut haben. Ja? Also ein Zusammenhang, den wir hier haben, wo der Erlöser oder der im Alten Testament als Jahwe erscheint, auch als Herr und Heiland beschrieben wird, er erscheint hier dem Abraham als Richter der Welt. Den hat er dann auch als Richter der Welt angesprochen im Vers 25. Also wenn wir jetzt nach dieser Stelle uns orientieren würden, dann würden wir meinen und würden wir sagen können, dass der den Abraham schon damals als Mensch erschienen ist, letztendlich auch vor 2000 Jahren auf diese Erde als Mensch gekommen ist. Das letzte Mal aufmerksam gemacht, nicht, dass hier jetzt die Juden eben damit das Problem haben, ob jetzt hier dieser Jahwe tatsächlich in buchstäblicher Form erschienen ist oder ob das nur eine Vision des Abraham war. Aber Jesus, wie gesagt, im Neuen Testament bezieht sich darauf, und ich habe auch hier eine interessante Aussage von Ellen White gefunden, wo sie auf diesen Besuch Abrahams eingeht. Und da sagt sie, bevor Christus sein königliches Kleid und seine königliche Krone ablegte,
und seine ehrenvolle Position in den himmlischen Höfen verließ, damals also vor 2000 Jahren, nahm er Menschlichkeit an und wanderte als Mensch unter den Menschenkindern. Und da spricht sie im Zusammenhang von Abraham, denen er damals als Mensch unter Menschenkindern erschienen ist und schon damals Menschlichkeit angenommen hat. Und dann sagten ihm eben die Juden, als Jesus auf dieses Ereignis aufmerksam machte, du bist noch nicht 40 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Also sehr bemerkenswert, dass hier auch Ellen White davon spricht, dass Jesus damals, obwohl er noch im himmlischen Thron als König existiert hat und seine Menschwerdung in diesem Sinne, wie wir es vor 2000 Jahren haben, noch nicht stattgefunden hat, er trotzdem damals schon Menschlichkeit angenommen hat. Aber er hat sich dem Abraham nicht als Sohn Gottes vorgestellt. Abraham hat ihn auch nicht als Sohn Gottes beschrieben, sondern er hat ihn als Jahwe beschrieben. Das sind einfach Hinweise, auf die ich hier in diesem Zusammenhang aufmerksam machen möchte, dass wir im Alten Testament den Begriff Sohn Gottes nirgends finden. Gott spricht nirgends und kein Prophet spricht im Zusammenhang mit diesen Erscheinungen von einem Sohn Gottes, der erschienen ist. Aber aus neutestamentlicher Sicht wissen wir, dass diese Erscheinungen, die wir da haben im Alten Testament, tatsächlich Jesus Christus war, den wir dann aufgrund seiner Menschwerdung als Sohn Gottes bezeichnen. Wer wird kommen? Wir haben ja mehrere Stellen. Eine Stelle, oder wer soll aus dem Alten Testament heraus kommen, um als Erlöser in diese Welt zu kommen und den Menschen Erlösung zu bringen? Dabei denken wir auch an diese Stelle in Micha, also in Micha 5,1. Diese Stelle, die wir gut kennen, wo es heißt, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, der von Ausgang und von Anfang her, von Ewigkeit her gewesen ist. Hier steht auch nicht, dass Gott seinen Sohn senden wird, sondern es steht hier, es wird der kommen, der von Anfang an und von Ewigkeit her gewesen ist, also Jahwe, der in Israel dann Herr sein sollte. Wenn wir das in Verbindung bringen mit diesen Stellen in Jesaja, dann ist das hier so gemeint. Also der Kommende ist hier der in Israel Herr sein wird. Dann eine Stelle, das eigentlich die einzige Stelle ist, die wir im Alten Testament so direkt verwenden können, dass hier von einem Sohn die Rede ist, das ist diese Stelle in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ja? Jesaja Kapitel 9, Vers 5, eine bekannte Stelle, die zu Weihnachten natürlich seine Bedeutung hat. Und da steht hier, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, Ewigvater, Friedefürst. Also wenn man den Text genau nimmt, kann man auch aus diesem Text nicht herauslesen, dass hier gemeint ist, Gott sendet hier seinen Sohn, der im Himmel schon als, im Alten Testament schon als Sohn Gottes in dem Sinn existiert hat, sondern es steht hier grundsätzlich nur, uns Menschen wird ein Sohn geschenkt, ein Kind wird uns geboren. Ja? Das heißt, das ist ein deutlicher Hinweis, dass hier der Akzent darauf liegt, dass den Menschen ein Sohn gegeben wird. Und so in dieser Form ist ja auch Jesus geboren worden im Alten Testament. Dass man auch diesen Text nicht unbedingt dafür verwenden kann, dass da im Alten Testament schon da im Himmel diese Idee da war, dass Gott und Sohn als solche schon miteinander existiert haben in dieser Form eines Sohnes. Ihr habt hier in einem weiteren Text im Richter Kapitel 1 im Malachi Kapitel 3 Vers 1, ja, Malachi Kapitel 3 Vers 1, ein Text, der dann wieder etwas sagt, wer da kommen sollte, also wer angekündigt wird. Und da heißt es hier,
Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Also hier ein Text, der davon spricht, dass auch wieder der Herr kommt, aber dann wird dieser Herr als Engel des Bundes beschrieben. Der Engel des Bundes, den ihr begehrt, und da sind wir wieder bei diesem Thema, das wir jetzt in den letzten Stunden etwas näher angeschaut haben, hier wird auch der als Kommender beschrieben, der hier als Engel des Bundes dargestellt wird. Auch hier steht nicht, der Sohn Gottes wird kommen. Auch hier wird nicht gesagt, dass der Vater seinen Sohn sendet, sondern er sendet den Engel des Bundes. Und wenn wir jetzt diese Stellen uns noch einmal in Erinnerung rufen, im Alten Testament ist das dann auch gleichzeitig dieser Engel des Herrn, der nach Richter 2,1 zum Beispiel Israel aus Ägypten geführt hat. Also ist es dieser Gott Israels, der schon aus Ägypten damals aus der Sklaverei geführt hat, der hier als Engel des Herrn beschrieben wird. Und gleichzeitig als dieser Engel des Bundes, der auch im Alten Testament Israel schon Vergebung der Schuld immer wieder angeboten hat und ihnen auch vergeben hat, der wird hier als der beschrieben, der dann kommt. Das ist auch gleichzeitig der Engel des Herrn, der in Sacharja 3, 2 bis 5 in dieser Vision den Josua seine reinen Kleider anzieht. Also auch hier dieser Engel des Herrn, nicht als Sohn Gottes beschrieben, sondern als Gesandter Gottes, als dieser besondere Bote Gottes, der Mittler, der zwischen Gott und den Menschen, der schon im Alten Testament göttliche Autorität und göttliche Funktionen neben Gott Vater ausgeführt hat. Nach Daniel 12,1 wäre es hier der große Fürst Michael, das heißt dieser Herr, der dort in Bethlehem erscheinen wird. Der Jahwe, der Abraham erschienen ist, der Engel des Herrn, der dem Josua die reinen Kleider, die weißen Kleider anzieht, die schmutzigen Kleider ausziehen lässt, der wird nach Daniel eben als Michael, als der große Fürst beschrieben. Also wird er als der angekündigt, der kommen sollte, wäre dann hier der große Fürst Michael. Und das sind für mich Zusammenhänge, die es wert sind, dass wir sie beachten, dass wir also in all diesen Texten im Alten Testament immer wieder den Gedanken haben, dass letztendlich der auf diese Erde gekommen ist, im Alten Testament nicht als Sohn Gottes beschrieben wird, sondern eben in diesen Formulierungen, Jahwe, der Heiland, der Erlöser, der Engel des Bundes, der Engel des Herrn, Michael und letztendlich der Name des Fürsten des himmlischen Heeres. Nirgends eben als Sohn Gottes beschrieben. Und offensichtlich ist es Satan gelungen, diesen ewigen himmlischen Fürsten, diesen Engel des Herrn, diesen himmlischen Heerführer unter Juden und Christen zu einem gewöhnlichen Engel zu machen oder zu einem besonderen Erzengel, aber neben vielen anderen, wie wir es in unseren vergangenen Themen gesehen haben. Und gleichzeitig ist es ihm auf diesem Weg gelungen, auch im Christentum diesen Engel des Herrn, diesen kommenden Erlöser, diesen Heiland der Welt, der hinter diesem Engel des Herrn steht, diesen Michael steht, zu einem Sohn Gottes zu machen, der doch auch selbst seine Existenz von seinem Vater her bekommen haben sollte und in dem Fall nicht absolut Gott gleich gewesen sein sollte. Zusammenfassend also, nicht ein vom Gott gezeugter Sohn Gottes wurde Fleisch, auch auf diesem Weg können wir das sehen, nicht einer von in Ewigkeit und im Himmel gezeugter Sohn Gottes wurde Fleisch, sondern das ewige Wort Jahwe, Michael, der große Fürst, der Engel des Herrn, wurde Fleisch und wurde zum Sohn Gottes auf dieser Erde. Nicht zweimal geboren, sondern einmal geboren. Nicht einmal in der Ewigkeit, sondern
nur auf dieser Welt als Kind geboren. Und es gibt hier dieses interessante Wort von Ellen White. Sie hat ja auch erst nach 1896 davon gesprochen, dass Jesus sein Leben von nirgends her bekommen hat. Sie spricht im Leben Jesu auf Seite 523, das Buch ist 1898 herausgegeben worden, und dort hat sie diesen bekannten Satz, der für viele ein Problem ist: In Jesus ist ursprüngliches Leben, ungeborgtes und von nirgends her stammendes Leben. Also damit hat sie auch zu diesem Zeitpunkt letztendlich erkannt, dass Jesus nicht zweimal geboren wurde, wie man das ursprünglich geglaubt hat, sondern eben nur einmal, weil er sein Leben von nirgends her hat, von Ewigkeit her, wie der Vater, so auch der Sohn. Ein anderes Wort aus einer älteren Ausgabe aus dem Leben Jesu, aus einer deutschen Ausgabe, 466, habe ich den Text gefunden, wo es heißt: Jesus kündigte sich selbst im Alten Testament als den einen an, der aus sich selbst heraus existiert, der Israel verheißen wurde, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also es ist interessant, nicht, dass wir auch hier diese Bestätigung haben, dass Jesus sich selbst dort über Micha 5,1 als der angekündigt hat, sich nicht als Sohn Gottes angekündigt, dass er kommen wird, sondern als der, der von Anfang her gewesen ist. Und letztendlich im Neuen Testament möchte ich hier noch einmal einen Text erwähnen, den ich eigentlich sonst auch kaum verwendet oder überhaupt noch nie so richtig verwendet habe in Bezug auf diese absolute Gottheit Jesu, die im Neuen Testament sehr klar dargestellt wird. Und zwar in Judas, im Neuen Testament, in Kapitel 4. Und das ist eine weitere Bestätigung, wie die im Neuen Testament die Apostel Jesus gesehen hat. Auch wenn er als Sohn Gottes beschrieben wird, haben sie nicht daran gedacht, und das war nicht im Denken der Apostel, dass Jesus buchstäblich dort in Ewigkeit her erst zum Sohn Gottes von seinem Vater geboren wurde. Das würde auch dem widersprechen, was wir hier in Judas Kapitel 4 haben. Da steht hier zum Beispiel: Denn es sind etliche Menschen neben eingeschlichen, also damals, hier spricht man von Irrlehrern, die da schon in die frühchristliche Gemeinde eingeschlichen sind, für die schon längst geschrieben ist solches Urteil. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Merkt ihr, obwohl der Judas hier von Gott spricht, von der Gnade unseres Gottes, spricht er trotzdem von unserem alleinigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus. Also hier wird Gott und Jesus Christus zusammengefasst, nicht? Und beide werden sie hier als alleiniger Herrscher beschrieben. Also das ist auch eine sehr starke Stelle, wo besonders hier auf Jesus die Aussage geht, dass er als dieser alleinige Herrscher steht. Und das waren alles Apostel, die von Jesus als den Sohn Gottes gesprochen haben, aber wir merken, durch diese Aussagen haben sie ihm keine Einschränkung in Bezug auf die Ewigkeit gegeben. Das hier vielleicht noch ergänzend zu dem, was wir bis jetzt schon zu diesem Thema gesagt haben, auch in Bezug auf die Menschwerdung Jesu, sollten wir diesen Begriff Sohn Gottes so verstehen, dass er eben hier zum Sohn Gottes geworden ist durch die Menschwerdung und natürlich auch durch die Auferstehung zum Sohn Gottes erhoben worden ist, wie Paulus das im Römer 1 auch beschrieben hat. Wie ist das aber nun mit dem Heiligen Geist? Die Vorstellung, dass Gott Vater sich vor der Erschaffung der Engel und des Universums seinen Sohn zeugte und dieser somit zweimal gezeugt und geboren wurde, also diese verkehrte Vorstellung, die da im Christentum sich da eingeschlichen hat in den ersten, zweiten Jahrhundert schon, hat auch zu einer falschen Vorstellung vom Heiligen Geist geführt. Das sollten wir uns bewusst machen. Und wenn man die Kirchengeschichte anschaut, wird man drauf kommen, dass eigentlich die Problematik, den Heiligen Geist nicht als Person zu sehen, sondern ihn nur als eine Kraft zu sehen, als eine Energie, als einen Gedanke Gottes,
der kam erst, nachdem man in dieser Auseinandersetzung da auf diese Idee kam, Jesus nicht von Ewigkeit her Gott zu sehen, sondern ihn als seinen von Gott geborenen Sohn in Ewigkeit zu sehen. Das ist ganz wichtig. Ich bin draufgekommen, also aus den Konzilien. Ich habe, ich glaube, in einem Thema schon erwähnt, dass beim ersten Konzil von Nicäa, wo Kaiser Konstantin dieses Konzil einberufen hat, die Frage des Heiligen Geistes noch gar nicht diskutiert worden ist, ob er eine Person sei oder nicht, sondern er wurde hier grundsätzlich als eine dritte Person der Gottheit beschrieben. Aber eben hat man das noch nicht so ganz definiert und der Streit hat sich erst dann richtig auch auf den Heiligen Geist konzentriert. Ist er jetzt auch noch eine zweite oder eine dritte Person neben Gott oder neben Jesus oder ist er eben nur diese Kraft? Und da wissen wir, dass Arius zum Beispiel hier diesen Gedanken, dass er eine Person sei, abgelehnt hat. Der kam mit dieser Idee drauf, dass der Heilige Geist nur eine Kraft sei, die von Gott und auch von Jesus Christus ausgeht. Während Athanasius die andere Seite, der die also im Konzil letztendlich recht bekommen hat, eine Person sei. Obwohl auch da diese Person, wenn man heute hineinschaut, immer noch sehr problematisch dargestellt wird, dass man sagt, ja, man darf es jetzt nicht so als Person verstehen wie wir, dass es eine individuelle Persönlichkeit sei, wie wir das heute von einer Person sehen. Das Judentum zur Zeit Jesu hatte ebenfalls schon das Problem mit dem Heiligen Geist. Das sollten wir uns auch bewusst sein. Es ist ganz klar, dass auch im Judentum der Heilige Geist nicht als eine dritte Person neben Vater und Sohn gesehen werden konnte. Denn das gibt es prinzipiell im Judentum nicht. Also hatte das Judentum nicht nur ein Problem mit Jesus als Person, als eine göttliche Person, sondern sie mussten logischerweise auch ein Problem mit dem Heiligen Geist als dritte Person haben. Und deshalb gab es ja auch einen Streit unter den Schriftgelehrten, dass die Sadduzäer zum Beispiel, die haben ja auch nicht einmal geglaubt, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da haben wir einen Hinweis in der Apostelgeschichte, wird da etwas angedeutet. Und wenn, dann hat man von einem Heiligen Geist gesprochen, aber als der Geist Gottes, ganz einfach der Geist, der von Gott ausgeht, die Weisheit Gottes, die man damit in Verbindung gebracht hat. Bis heute gibt es hier unter allen Christen diese Unsicherheit, ist der Heilige Geist eben eine Person wie der Vater und der Sohn oder eben nur eine Kraft, eine Energie, ein Gedanke oder eine Weisheit, die von Gott ausgeht. Mit diesem Problem hatten natürlich auch unsere Pioniere zu kämpfen. Ich zitiere hier eine Erklärung von Uriah Smith wieder, der hier sehr ausführlich geschrieben hat. Hier im Review und Herald am 28. Oktober 1890 eine Aussage, wo er auf eine Leserbrief Antwort schreibt. Die Frage eines Lesers war, haben wir zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist wie der Vater und der Sohn? Und da hat 1890 noch, also das war zur Zeit, wo Ellen White schon längst unter Inspiration gestanden hat hier Uriah Smith über das Review und Herald die folgende Antwort gegeben. Und ihr werdet nirgends finden, dass sich Ellen White jemals gegen eine solche Antwort irgendwo gewehrt hat. Und das ist nur eine Antwort, das spiegelt hier die grundsätzliche Vorstellung wider, die damals alle Adventisten zu diesem Zeitpunkt um 1890 noch gehabt haben. Denn niemand hat Uriah Smith, der solche Erklärungen auch in seinem Buch, in seinen Büchern und in anderen Zeitschriften veröffentlicht hat, jemals korrigiert. Und wir haben keinen einzigen Hinweis, dass Ellen White ihn hier zu diesem Zeitpunkt widersprochen hat. Und für mich erklärt sich das daraus, weil eben Ellen White selbst auch noch offensichtlich diese Sicht hatte zu diesem Zeitpunkt, die sie dann später ab 1896, 97, 98 tatsächlich verändert hat und darauf werden wir dann hinweisen. Die Antwort von Uriah Smith lautete und in diesem Zusammenhang, in Bezug auf den Geist verwendet die Bibel Ausdrücke, die mit der Idee, dass der Geist eine Person wie der Vater und der Sohn sei, nicht harmonisiert werden kann. Davon war Uriah Smith felsenfest überzeugt. Er wird vielmehr als ein göttlicher Einfluss dargestellt, der von beiden ausgeht. Gewöhnlich wird davon in einer Weise gesprochen, durch die gezeigt wird, dass es nicht als eine Person wie der Vater und der Sohn sein kann.
Also hier eine zusammenfassende Erklärung, wo R.R. Smith ganz deutlich sagt, dass er der Überzeugung ist, die Bibel spricht vom Heiligen Geist so, dass man dahinter keine Person, sondern nur eine Kraft oder einen göttlichen Einfluss sehen kann. Eine weitere Aussage, die er beschreibt, wo er sagt, der Begriff Heiliger Geist ist eine grobe und anstößige Übersetzung. Heiliger Geist, sagt er, es sollte in jedem einzelnen Fall, wo von Heiligen Geist die Rede ist, meint Uriah Smith, heiliger Hauch, Hagion Pneuma, das ist der hebräische, der griechische Begriff dort stehen. Dieser Hauch ist der Hauch Gottes und der Hauch Christi. Der Hauch ist derselbe, ob er sich nun auf Gott oder auf Christus bezieht. Also völlig egal, dieser Heilige Geist ist eben der Geist, der vom Vater und vom Sohn gleichzeitig ausgeht. Doch hinsichtlich dieses Hauches benutzt die Bibel Ausdrücke, welche nicht mit der Idee in Einklang gebracht werden können, dass es sich um eine Person wie der Vater und der Sohn handelt. Also ihr merkt, Uriah Smith hat da kein Problem, den Vater und den Sohn als getrennte Personen zu sehen, wobei er den Sohn natürlich auch dann eben nicht als ewige Person gesehen hat, sondern als buchstäblichen Sohn Gottes in dem Sinn. Aber den Heiligen Geist kann er nicht als Person sehen. Vielmehr wird es als ein göttlicher Einfluss von den beiden veranschaulicht, das Mittel, das ihre Gegenwart repräsentiert und durch das sie Kenntnis und Kraft durch das ganze Universum haben, wenn sie körperlich nicht anwesend sind. Und da habt ihr jetzt genau diesen Gedanken, diese Begründung, also warum der Heilige Geist nicht eine Person sein kann, war, weil man der Überzeugung war, dass Gott als Person und der Jesus als Person gar nicht generell gegenwärtig sein kann, universell im Universum. Das wäre nur durch einen Geist, durch den Geist Gottes möglich. Und das würde bedeuten, dass weil Gott eine Person ist, kann er auch selbst nicht allgegenwärtig sein. So hat man damals in dieser Trinitätsvorstellung in der frühen Adventgeschichte noch gedacht. Nun, was sagt die Bibel darüber? Ich könnte jetzt die viele Aussagen von anderen Pionieren noch zeigen, aber ich möchte das ersparen. Wer möchte, kann sich bei mir die Aussagen holen. Da gibt es also eine Fülle von Aussagen, die alle übereinstimmend waren mit dem, was Uriah Smith hier über den Heiligen Geist gesagt hat. Und das ist auch der Grund, warum es heute noch in der Adventgemeinde auch und vielfach weltweit große Probleme gibt, warum man den Heiligen Geist oft nicht mit einer Person in Verbindung bringen kann. Wie ist das nun von der Bibel her gesehen? Vielleicht ein paar Texte, die ich jetzt zu diesem Thema noch euch zeigen möchte. Wir werden das dann das nächste Mal fortsetzen. Aber auf diese Frage zunächst. Kann es ein Hindernis sein für Gott Vater, wenn er als Person in der Bibel eindeutig genannt wird, dass er gleichzeitig deshalb überall gegenwärtig, dass ihn das hindert, allgegenwärtig zu sein und dass er das nur durch den Heiligen Geist sein kann, den er dann von sich aus irgendwo sendet, nicht? Also das sind ja Formulierungen, wo wir uns dann auch die Frage stellen müssen, wie ist denn das dann zu verstehen? Schlag mit mir mal auf Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Und da war letztes Mal eine Frage eines Hörers, der die Frage gestellt hat, wie kann Gott eine Person sein, wenn er gleichzeitig auch als Geist genannt wird. Und tatsächlich haben wir hier diese Stelle in Johannes Kapitel 4, Vers 23 und 24. Da spricht Jesus zur Samariterin am Jakobsbrunnen. Und da heißt es hier, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Merkt ihr, hier haben wir eine Aussage, wo nicht darin steht, der Heilige Geist ist Geist, sondern Gott ist Geist. Und da spricht Jesus hier von seinem Vater. Er nennt ihn hier Gott. Und beschreibt seinen Vater als etwas oder als jemanden, der auch als Geist verstanden werden soll. Ja, heißt das, weil Gott Geist ist, ist er deshalb keine Person?
Das würde all dem widersprechen, was wir bisher in der Bibel gesehen haben. Und wenn Gott als Person genannt wird und gleichzeitig als Geist, dann kann das kein Hindernis sein, dass er eben auch allgegenwärtig sein kann. Und da muss er nicht erst einen Heiligen Geist haben, den er dann von sich aus sendet, damit er dann überall gegenwärtig sein kann. Man merkt schon, das ist hier nicht so zu denken. Hier stehen wir eben vor dieser Problematik der Allgegenwart Gottes. Und das sollte für uns kein Problem sein. Hier setzt unser Glaube ein, dass wir doch glauben können, dass ein Gott, der am himmlischen Thron sitzt, einen Überblick hat über die ganze Welt gleichzeitig und überall gleichzeitig auch gegenwärtig sein kann. Und dasselbe können wir natürlich auch von Jesus sagen. Ja? 2. Korinther, Kapitel 10, 2. Korinther 10, 10, eine Aussage, die wir hier haben, 2. Korinther 10, Entschuldigung, da habe ich jetzt einen falschen Gedanken, einen falschen Text, ich schaue mal, wie das den 1. Korinther 10, 10 gemeint habe. Nein, da habe ich mir jetzt einen falschen Text notiert. Aber da ist ein Text irgendwo gibt da mehrere Texte im Neuen Testament, wo da immer wieder von der Kraft Gottes die Rede ist, wo von Gott die Rede ist und er als Kraft beschrieben wird. Den Korinthertext, der ist es jetzt dann nicht, aber ich weise euch da auf eine Stelle, die wir im Lukas-Evangelium finden können, wo das so beschrieben wird. Und zwar in Lukas Kapitel 22, Vers 69. Lukas 22, Vers 69. Und da ist eine Diskussion, die um Jesus geht, bei seiner Verurteilung. Und da heißt es hier, da wurde Jesus gefragt im Vers 67, bist du Christus? So sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, so sage ich es euch, so glaubt es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Jetzt muss man fragen, was ist damit gemeint? Was hat Jesus hier gemeint, wenn er gesagt hat, er wird sitzen zur Rechten der Kraft Gottes? Wer ist diese Kraft Gottes, zu dessen Rechten Jesus hier sitzen wird? Denn dieselbe Stelle oder eine ähnliche Stelle habt ihr auch in der Matthäus-Stelle, in Matthäus 26, wo Jesus davon gesprochen hat, von seinem Wiederkommen. Und da sagt er auch im Vers 26, Jesus sprach, du sagst es, also wieder, bist du Christus, der Sohn Gottes. Von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft. Da ist jetzt nur von der Kraft die Rede. Und kommen in den Wolken des Himmels. Jetzt muss man fragen, zu welcher Rechten, wer ist mit dieser Kraft gemeint? Und ich denke, der Stephanus, als er in seiner Vision kurz vor seiner Steinigung war, gibt uns hier eine ganz klare Antwort, was Jesus hier gemeint ist und wer diese Kraft ist, zu dessen Rechten hier Jesus von den Juden letztendlich doch auch einmal gesehen werden sollte. Ja? In Apostelgeschichte Kapitel 7, wenn ihr dort aufschlagt, dann heißt es hier im Vers 55, Apostelgeschichte 7, 55, aber Stephanus, also voll heiligen Geistes, sah auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ihr merkt also, in der biblischen Sprache, in der neutestamentlichen Sprache, ist es üblich, dass man nicht nur vom Heiligen Geist als einer Kraft Gottes sprechen kann und spricht, sondern dass hier Gott Vater, von dem hier eindeutig die Rede ist, dass Gott selbst als eine Kraft beschrieben wird
Und nur weil hier der Text sagt, dass Gott als Kraft beschrieben wird, er keine Person sei und deshalb vielleicht hier in dieser Kraft Gottes der Heilige Geist gemeint sein kann, dann glaube ich nicht, dass das zielführend ist. Dass also, wenn die Bibel vom Geist spricht und von der Kraft Gottes, vom Geist Gottes und von der Kraft Gottes, dass das kein Hindernis sein kann, dass damit eine Person gemeint sein kann. Und wenn also vom Heiligen Geist die Rede ist, als Geist, dann kann das auch kein Hindernis sein, dass dieser Geist nicht eine Person sein kann. Schlagen wir noch 2. Korinther Kapitel 3 auf. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Da wird auch Jesus beschrieben als Geist. Ja? Da steht hier im Vers 16 und 17, wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Und aus dieser Stelle leiten jetzt manche, die ein Problem haben mit dem Heiligen Geist, ihn als Person zu sehen, leiten von dieser Stelle gerne ab, dass der Heilige Geist eigentlich Jesus ist. Dass der Heilige Geist eine andere Beschreibung für Jesus ist. Und der Heilige Geist somit nicht als individuelle Person gesehen werden kann, sondern dass er eben hier als eine Beschreibung für Jesus ist. Aber ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Der Zusammenhang, von dem hier die Rede ist, ist eindeutig auf Jesus bezogen. Auf Jesus, der Herr, denn der Paulus schreibt immer wieder, wenn wir mit unserem Munde bekennen, dass Jesus der Herr sei, dann werden wir dadurch gerettet. Also hier ist offensichtlich Jesus auch als Geist beschrieben. Genauso wie der Vater. Der Vater ist Geist. Der Sohn ist Geist, der Herr ist Geist und Kraft. Und jetzt haben wir es auch mit dem Heiligen Geist. Das heißt, hier ist der Geist Gottes als Heiliger Geist beschrieben, der eben dann auch wohl eine Person sein kann und sein muss, wenn wir dann die Texte weiter anschauen. Gemeint, also das heißt, wenn die Bibel von Geist spricht, dann verbindet sie, dann ist hinter diesem Geist auch immer eine Persönlichkeit, eine Person, eine individuelle Persönlichkeit. Vielleicht hilft uns das, wenn wir hier auch berücksichtigen, dass in der Bibel auch der Begriff Geist für Engelwesen bezogen wird oder angewendet wird. Wir sprechen hier von den guten Geistern, vom guten Geist und vom bösen Geist, was zum Beispiel eine Person eines Dämonen sein kann. Also das ist diese Vorstellung, dass der Heilige Geist, weil das Wort Geist für ihn verwendet wird, keine Person sei, kommt aus dieser Idee, dass man eben den Geist entpersonifiziert hat. Und das macht eben die Bibel nicht. Weder im Alten noch im Neuen Testament wird der Geist von einer Person abgekoppelt. Im hebräischen Denken bedeutet Geist immer, ist ein Ausdruck, ist eine Beschreibung für die ganze Person. Es gibt keine Person ohne Geist und kein Geist ohne Person. Ja, das gehört einfach zusammen. Und so ist das wohl auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gemeint. Ich möchte vielleicht mit diesen Gedanken heute hier unterbrechen und den Gedanken abschließen. Wir werden das nächste Mal uns deutlichere Stellen noch anschauen, die uns in der Bibel gegeben sind, warum wir tatsächlich auch den Heiligen Geist als eine Person sehen kann und die neben Vater und neben Sohn, neben dem Sohn existiert und die einfach in verschiedenen Funktionen den Menschen gegenüber immer wieder auch erscheinen und tätig sind. Darüber
werden wir das nächste Mal uns noch genauere Texte anschauen. Aber ich denke, das, was wir jetzt bisher so uns angeschaut haben, kann schon eine Hilfe sein, dass wir hier einfach diesen Begriff Geist nicht entpersonifizieren können, sondern dass wir eine Person dahinter sehen können. Und das wird mit vielen Texten, die wir dann lesen werden, doch auch in Verbindung gebracht werden können. Macht euch selber Gedanken darüber, und wenn euch irgendwelche Fragen kommen, lasst mich das wissen. Und wir hoffen, wir können auch in diesem Thema weitergehen und eine Klarheit finden, wo wir nicht mehr in Unsicherheit sein müssen, sondern wo wir auch klar ein Verständnis haben können. Und der Heilige Geist ist es ja, der uns in alle Wahrheit leiten sollte. Und ich denke, wenn das seine Aufgabe ist, dann sollten wir auch das richtige Verständnis von ihm haben. Es gehört genauso dazu. Es ist wichtig, dass wir das richtige Verständnis vom Vater haben, von seinen Funktionen, von seiner Wirkungsweise, vom Sohn, die wir jetzt uns da angeschaut haben in den letzten Themen, und auch vom Heiligen Geist. Gott helfe uns, dass er uns gerade in diesem Sinne weiterhin führt, und dass wir auch Unsicherheiten, die da und dort sein mögen, beim einen und beim anderen, dass sie ausgeräumt werden können und dass wir auch in diesem Thema eine Sicherheit bekommen können. Letztendlich soll das alles dazu dienen, dass wir Gott näher kommen, dass wir ihn besser kennenlernen und dass wir auch unseren Mitmenschen helfen können, ein rechtes Gottesbild zu haben. Und wir wissen, dass dieses christliche Gottesbild, dieses biblische Gottesbild immer in einer Auseinandersetzung stand und dass Satan immer bemüht war, hier große Verwirrung zu stiften. Gott helfe uns, dass wir ein klares Verständnis bewahren und vielleicht auch da und dort etwas korrigieren können durch sein Wort. Lasst uns noch abschließend beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns auch durch diesen Abend wieder geleitet hast. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir über dich, über deinen Sohn und auch über dich, Heiliger Geist, nachdenken durften. Wir bitten dich, dass du uns weiterhin in alle Wahrheit leitest, wozu du von Gott einberufen bist und von Jesus gesandt worden bist in diese Welt als sein Stellvertreter. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns auch unsere Gedanken weiterhin führst und dass wir ein besseres Verständnis von deiner Wirkungsweise haben und dass wir auch lernen, mit dir zusammenzuarbeiten und nicht gegen dich zu sündigen. Denn wir wissen, dass es eine große Sünde ist, wenn wir dich ablehnen und auf deine Stimme nicht achten und auf dein Wort, das du durch Propheten eingegeben hast, uns nicht korrigieren lassen und uns nicht führen lassen. Bewahre du uns vor dieser Sünde und hilf, dass wir durch deine Weisheit und durch dein Verständnis, das du uns geben möchtest, auch von Jesus als unserem Erlöser, dass wir unsere Sünde erkennen, unsere Fehlverhalten erkennen und sie dir, Herr Jesus, auch bekennen können, dass du uns vergeben kannst und uns in Verbindung bringen kannst mit dem Vater, sodass wir in der Gemeinschaft mit Vater und Sohn und Heiligen Geist unser Leben gestalten können. Und so danken wir dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns auch weiterhin geleiten möchtest in unserem Gedanken und in unseren Worten, und dass wir dich als diesen dreieinigen Gott verstehen können und auch unser Leben in Übereinstimmung mit Vater, Sohn und Heiligen Geist bekommen können. Begleite uns in diesem Sinne und danke, dass du uns auch weiterhin in unseren Gedanken führen möchtest. Wir preisen und loben dich in deinem Namen, Herr Jesus, der du für uns in diese Welt gekommen bist. Amen. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir das Thema fortsetzen können.
Ja, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, irgend, ob das heute nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt keine Chat-Nachrichten da bemerkt, habe nicht gemerkt, ob da jemand im Chat drinnen ist. Das ist da irgendwo bei mir scheinbar ausgefallen, aber ich hoffe, dass die Sendung trotzdem gut funktioniert hat. Also ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen. Ich werde jetzt gleich da versuchen auszusteigen und vielleicht noch einmal irgendwo einzusteigen versuchen. Vielleicht ergibt sich da eine Chat-Information, aber momentan ist das für mich nicht möglich gewesen. Gut, hoffe, ihr wart gut dabei und wir konnten das Thema miteinander recht beachten. Gott segne uns und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.